Die Black Mamba ist wieder da und sie möchte noch mehr zerstören als je zuvor. Nicht nur den fucking Knockout-Rekord von Mutter gekillt, sondern gefühlt auch alles, was ihm bisher vor die Linse gekommen ist. Nun ist die Frage, wer wird sein nächstes Opfer? Man muss es ja schon fast sagen, Opfer. Ich sage ja, von dieser Beste träumt man nachts schlecht. Sebastian Brousson. Also, gegen das Croissant kämpfen wir als nächstes. Das Croissant tunkt der höchstens in den Kakao. Der wird den auseinanderreißen. Seit du einen neuen Schlafrhythmus hast, fühlst du dich einfach nur blendend. Du wirst noch leichter von deinem Training profitieren. Ja, den Schlafrhythmus habe ich seit dem UFC-Release leider auch ziemlich an die Wand gefahren. Ich hoffe, dass wir den auch wieder herstellen können. Alleine deswegen schon. So, wir trainieren dementsprechend weiter die obere Position. Damit wir noch mehr Ground and Pound machen können. Die Submission-Offensive ist auch immer wichtig für uns. Und letztendlich möchte ich mich tatsächlich, und man glaubt es kaum, noch etwas mehr gegen Takedowns wehren können. Zumindest as good as possible. Ja, da sind wir zwar bei der Chokeshot, müssen aber schon im Arsch, aber was soll's, ne? Bruce Barreiro, Sterling Dodson, Whiteman Rockhold. Oh, das sind ja ganz nette Kämpfe hier auf der Karte, ne? So, wir sind wieder auf der dritten. Es wird Zeit, dass wir mal nach uns nach oben arbeiten, ey. Einfach noch einen krassen K.O. landen und dann läuft das. Die Mamba gegen das Gebäck. Oh, it's on. It's a featherweight matchup between the gentleman and Black Mamba. The gentleman. Okay, er nennt sie also der Gentleman. Challenge accepted. For this featherweight fight, Black Mamba is 3 years his elder. He will have a 3-inch reach advantage. Okay, wir sind sogar älter als er. The official introductions. Here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds of the UFC featherweight division. Introducing first, fighting. Wie geil er halt einfach auf den scheiß Tigerrücken zeigt. Das ist so geil. Oh, ist das ein Traum. Ohne Scheiß, ne? Oh, der hat direkt Interesse, oder? The Gentleman. Der blutet doch jetzt schon gefühlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Black Mamba ist wieder da. Oh! Ja, geh mal in die Side Control. Hab ich überhaupt nichts dagegen. Ab in die Top Mount. Und dann werden wir ihn umbringen. Oh ja. Raste ruhig ein bisschen aus. Das ist die fucking Armbar. Oh, verdammt. Der hat sich befreit. Oh, soll ich dir was sagen? Das ist eine richtig dumme Position für dich. Weißt du das? Oh, ich würde ihm gerne noch ein paar Elbows reinzwirbeln, ey. Boom! Oh, das war ein paar richtig... Das waren nasty Elbows, wie Joe Rogan immer so schön sagt. Komm, da haben wir noch ein paar... Oh. Oh. The Gentleman! Oh oh. Side control. Okay, der hat keinen Bock. Der weiß, dass wir sehr gefährlich sind am Boden. The huge head kick is blocked. Damn. He lands a head kick. Oh, was eine Kombo. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für eine kranke Kombination, ey. Oh. Der lag da mit dem Spagat und er hat ihm noch einen Uppercut reingesetzt. Wie eklig war das denn? Time now for our fight replay. And let's take a look at the replay. This is the shot that drops. Hier in den Spagat und dann guckt euch noch an, wie er den Uppercuttet. Ach Scheiße, hoffentlich sieht man das noch. Oh Gott.
Check it out here. Ach, scheiße, den Uppercut hat man so nicht mehr gesehen, ey. Oh, fuck, Mann. Jetzt wäre ich gerne auf YouTube und würde das gerne nochmal zurückspulen. Verdammte Scheiße, das war ja zu krank, Mann. Team Gamer, das ist es doch. Du warst doch schon mal Subscriber hier, oder? Damn, vielen Dank für deinen Sub. Und der Knockout war für dich. Aber das war so eklig, Mann. Totgekickt und dann im Spagat noch den Uppercut reingezirbelt. Das war der Übershit. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass der Mann Fans gewinnt ohne Ende. Kann ich das vielleicht etwas länger sehen? Aber die geht wahrscheinlich nicht länger, ne? Ich will den Uppercut danach noch sehen. Ach Mann, ey. Das war so krank. Alter, war der out, Mann. War der out. Man sieht ihn ganz kurz hier so zack und dann, ja, schade. Doofe Wiederholung. Oh mein Gott, war der sick, Mann. Oh mein Gott. Wow. Das war ganz großes Kino, Mann. Den haben wir echt aus dem Leben genommen. Ja, er ist umgezogen und hatte Monate kein Internet mehr. Das ist Monate. Scheiße, Mann. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder Internet hast. Vor allem für dich. So, du hast in der Pressekonferenz einen klasse Witz gerissen. Ja, war bestimmt irgendwas über Croissants und Gebäck, ich glaube. Ist ehrlich klar, oder? Wow, Alter, wir müssten so schnell eigentlich aufsteigen mit diesen kranken Dingern. Okay, und jetzt üben wir noch mehr Clinch. Jawoll, das passt mir perfekt in den Hut, Mann. Wer will da noch gegen den fighten? Ich weiß es nicht. Vielleicht Mirsad Bektic? Offensichtlich. Der hat schon eine 87. Das ist eigentlich auch schon ein ziemlich harter Hund. Aber hey. Wir gehen ins Training, werden weiter den Clinch trainieren. Wobei, den Clinch haben wir bisher noch gar nicht trainiert, ne? Wir haben nur Takedowns bisher trainiert. Und dann wird es Zeit, dass wir ein bisschen Clinch trainieren, wa? Wir haben mit dem noch nicht einmal Clinch trainiert, sicher? Okay. Zeig mir mal, was du im Clinch drauf hast. Hol dir im Clinch die dominante Position und halte diese Position eine bestimmte Zeit lang. Hol dir die dominante Position. Ja, ich hol mir die dominante Position. Ich arbeite dran. Schaff das, los. Klasse, weiter so. Nehmen wir nicht die ganzen Punkte. Was braucht man da? 500, glaube ich, ne? Ja, klasse. Okay, 500 hätten wir. Okay, das sollte drin sein. Die A-Wertung ist drin, denke ich mal. Das machst du super. Du hast noch 5 Sekunden. Lass nicht nach. Komm, hol dir die Position. Alles klar, das reicht schon. Das reicht schon. So. Hervorragende Leistung. Das passt. Ja. Ich glaube, hätten wir sogar im schweren Training eine A-Wertung gekriegt, aber so jetzt. Nur, das Spiel zu raten. Kannst du was mit MMA anfangen? Kannst du was mit der UFC anfangen? Dann... Ja, selbstverständlich. Und wieder Lieblingsserien geguckt. Aber weißt du was, der Typ braucht halt einfach nicht mehr. Der guckt seine Serien. Lass den doch seine scheiß Serien gucken. Und was halt da schade ist, na, aber egal. Ne, wir gehen mehr auf Takedown. Offensive, ja. Warum wir die Anzeigen ausgeblendet haben? Ja, weil es einfach schwieriger ist. Wenn du deine eigene Energie nicht siehst, ist es doch logischerweise schwieriger und du auch nicht die von den Gegnern siehst. Und Cormier muss gegen Latifi verteidigen. Auf geht's. Das ist dann unser erster realer Kämpfer, gegen den wir antreten, ne? Deswegen hat er auch so eine hohe Wertung, das erklärt einiges. Bektic is 1 year his elder. Black Mamba is 3 inches taller. He will have a 1-inch reach advantage. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC featherweight division. Fighting at the corner, a Taekwondo fighter holding a professional record of 9 wins, no losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145.
pounds, fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Black Mamba. Das ist so geil, der Tiger. Freestyle Fighter. Oh, der ist einmal verloren. Okay, interessant. Mirsad Bektic, Black Mamba. Und los geht's. Tonight's fight is scheduled for 3 5-minute rounds. Black trunks for Black Mamba. White trunks for Bektic. Ich glaube, der Kampf dürfte jetzt nicht so leicht werden. Ist ja ein realer Kämpfer. He realizes, though, if he's able to get a win tonight, he will move up in the rankings. But man, he's going to be challenged. Ja, genau das will ich ja. Im Ranking ein bisschen steigen. Big roundhouse kick. Joe, we're a minute into the fight, and we've yet to see either fighter really start to engage. Okay, ja, man sieht schon, es ist ein ganz anderes Niveau als bisher. Die weichen auch richtig gut aus jetzt. Also das dürfte zum ersten Mal nicht so einfach werden. Oh Gott, war das schön. Oh Gott, war das schön. Oh, war das schön, wie wir ausgewichen sind, Mann. Holy shit, das war echt ziemlich hübsch. Oh, oh, oh. Oh, diese Kicks von Black Mamba sind so geil, ne? Mein Gott, Bektic, was ist los? Ach so, einfach nur so mal einen Kick nach vorne, oder was? Ja, der greift ja gar nicht mehr an. Komm her, komm her, komm her. Oh, der ging aber an den Kehlkopf, du. Meine Fresse. Wenn einer Takedown, dann bin ich das, Kollege. Vergiss nicht, wir haben diesmal einen Groundkämpfer. Oh, und du willst Elbows fressen, oder? Schade. Jawohl, und weiter. Das ist halt so geil. Oh, das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen, Kollege. Oh, die Mamba schnappt zu. Die Mamba schnappt zu. Yes! Come on! Geschen! Yes! Die Mamba hat ihn! Die Mamba hat ihn! Die Mamba hat ihn! Stepp doch endlich! Das gibt's doch nicht! Ah, die Mamba schlägt zu! Und er ist tot, der ist tot! Wir haben ihn ausgechockt, der hat nicht getappt. Der ist tot, der ist raus. Tschüss. Habt ihr gesehen, alle Viere von sich gestreckt, der hat nicht getappt, der ist einfach out. Let's check out the action on our fight replay. Oder? Hat er getappt? One last time. Super tight nope. Choke. Nope. Der. Da! Arm ist umgefallen. Er ist ohnmächtig geworden. Und weg. Einfach passed out. For the submission victory. Oh mein Gott. Decision. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 3 minutes, 58 seconds of the very first round. Nice, und das war halt einfach ein realer Kämpfer. Das heißt, das dürfte uns jetzt richtig gut nach oben gebracht haben. Und Misha verliert schon wieder. Hauptsache in dem Modus ist Misha richtig kacke, ey. Oh, da habe ich natürlich jetzt noch einen schönen Plan. Da habe ich noch einen schönen Plan, was wir jetzt, gleich noch lernen werden und ich hoffentlich auch anbringen kann. So, das, wir haben nämlich richtig viele Punkte, wie ich gerade sehe. Und die möchte ich doch glatt mal ein bisschen verbraten, ne? Was kann ich so am Boden eigentlich noch für Techniken lernen? Mit sowas habe ich mich jetzt zum Beispiel noch nie beschäftigt. Kann ich ja selber dann zum Beispiel in
Okay. Ich glaube, das lernen wir jetzt einfach mal, weil wir ja noch, wir sind jetzt ein Bodenkämpfer. Wir machen diesmal, wie gesagt, alles anders. Soll er ruhig mal die ganzen Felder lernen. Habe ich kein Problem mit. So, dann kennt der das alles. So, dann brauchen wir nur noch die Kimura aus der Guard unten. Aus der Guard unten brauchen wir gar nicht so viel. Triangle aus der Guard ist vielleicht noch nicht verkehrt. Kimura aus der Half Guard. Brauchen nur für jeden Move, für jede Position ein ungefähr. Naked Choke aus der Backmount ist sowieso super. Ah, Rolly Niba lernen wir auch, die ist super. Naja gut, Arm aus der Crucifix werden wir höchstwahrscheinlich eher nicht lernen. Gogo Plata aus der Fullmann will ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben noch nie einen Gogo Plata Finish gehabt. Den möchte ich auf jeden Fall mal anbringen. Heel Hook wäre eh nur übertrieben geil, wenn ich das schaffen würde. So, die ganzen Leg Finishes haben wir zum Beispiel nie gemacht bisher. Gab es nicht bei North South noch ein paar? Es gab noch ein paar andere richtig coole, oder nicht? Wir brauchen einfach mehr Punkte. Wir werden so viele Submissions am Ende haben. So, ne, die ganzen Flying will ich mal noch nicht lernen. Wo sind denn die, die ich jetzt noch brauche? Hier, Peruvian Necktie zum Beispiel, den hatten wir noch nicht gelernt beim letzten. Anaconda hatten wir aber auch nicht mit dem. Mit den anderen Chars, ne? Dann könnte es auf ein auf dem Anaconda wird es hinauslaufen. Anaconda hatten wir bisher nämlich noch nie. So, wir haben jetzt 100.000 Submissions gefühlt gelernt. Der Junge wird killen. Und da kommt sie, die Super Challenge. Was ist unsere erste Super Challenge? Es ist Chad Mendes. Alter, ist der abgestürzt? Der ist auf Rang 25 nur? Ehrlich jetzt? Wow. Und mal wieder quer durch die USA gereist, um unsere Clinch-Technik zu verbessern. No problem. Erziele einen Clinch-Takedown gegen Chad. 10 Positionswechsel am Boden. Finde ich zwar sehr, finde ich sehr viel. Ob wir das schaffen können? Ich weiß nicht. So, Clinch-Kontrolle wird gelernt. Und ich habe mal wieder den ganzen Tag Podcasts gehört. Als würden die verhindern wollen, dass ich so schnell sehr stark werde. Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? So, ich weiß auf jeden Fall, was wir noch alles lernen werden. Da wir, wie gesagt, mit der Black Mamba noch in eine andere Richtung gehen werden zu den Charakteren, die wir bisher gespielt haben. Lasst euch da mal überraschen, was ich da noch für eine Idee habe. Komm, hier hat scheinbar Verteidiger, jetzt muss er gegen Teixeira ran. Machen wir so. Hier, der Latifi, der hat es nicht geschafft scheinbar. Und los geht's. Bin ich nicht sogar, ich bin ja schon über ihm, kann das sein? Super Challenge und der ist gefühlt schwächer als ich. Okay. Ich bin schon auf Rang 20. Was ist das für eine Super Challenge? Was ist das denn für eine Challenge, Mann? Alles klar, Chad Mendes. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, Chad, du wirst so frei. Oh, oh, habt ihr den Cut gesehen, den ich mit dem einen Kick zugefügt habe? Meint ihr, dass es so schwer wird? Oh, am Käfig, am Käfig. Okay, schade, das wäre auch zu schön gewesen, ne?
Oh, das ist ein richtig böser Cut über dem Auge. Oh, du solltest auf diesen Cut echt aufpassen, Mendes. So. Clinch Takedown haben wir. Immer weiter aufs Auge. Oh Gott, seht euch da, seht euch den fucking Kopf an. Oh mein Gott, jetzt noch ein Elbow und dann blutet er richtig hart. Okay, never mind. Oh mein Gott, Chad Mendes, wir sind 2 Minuten im Kampf und du siehst richtig ungesund aus, weißt du das? Okay, okay, Challenge accepted. Just over 3 now. Ich hab da kein Problem mit, mein Freund. Okay, Moment, das können wir so aus der Position nicht machen. Brauchen eine Double Under, sonst wird das nichts. Hm. Nicht, dass wir wegen der Super Challenge dann wieder am Ende Scheiße bauen. Au. Alter Verweiler, was der frisst, ey. Ja, man sollte vielleicht von Chad Mendes noch ein bisschen Respekt haben. Was? Das habe ich nicht verteidigt? Oh, Chad, überleg dir das lieber zweimal. Okay. Musste ich Positionswechsel am Boden? Es wurscht also in welcher, ob in Guard- oder Mount-Position, habe ich das richtig verstanden? Alter, was ist denn mit seinem Gesicht los? Ich glaube, so einen blutigen Kampf hatten wir lange nicht mehr. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott. So, wir brauchen noch nur noch ein paar Positionswechsel. Hallo, das müsste mein Positionswechsel sein, wollte gerade sagen. Ab in die Backmount und draufhauen. Oh, not bad, ey. Wie gesagt, ich glaube, wir haben Chad Mendes eine ganz schön üble Wunde zugefügt. Schaut mal alleine, wie viel Blut wir haben von ihm. Und da war es noch nicht mal so schlimm mit ihm. Da, schaut mal, wie der blutet, ey. Oh, damn. Überall am gefühlt ist mein ganzer Körper voller Blut, ey. Junge, Junge, Junge. Haben wir schon 10 gemacht? Nee, ne? Ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen jetzt. Sollten nicht mehr viele fehlen. Wir müssen die Wunde wieder aufmachen, lieber Chad. Oh, das sollte doch die Wunde schon halb wieder öffnen, oder? Oh ja, da blutet es schon wieder. Oh! Oh, dammit. Au. So, komm, lass uns die 10 Positionswechsel noch hinkriegen und dann haben wir es. Und dann können wir ihn aus dem Leben kicken. Waren das jetzt schon 10? Yes! So, mein lieber Chad, jetzt ist Schluss. Da kennen wir nix. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Immer auf die nicht vorhandene Energie achten. Ja, der wird auch very soon. Richtig, genau das. Mike Goldberg sagt das genau richtig. Wir müssen weiter auf das kaputte Auge gehen. Was willst du denn von mir? Oh, 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 oh.
Okay, genau. Nein. Good combination there, and he gets the takedown. Half guard. Verdammt. Jetzt aber aufpassen, ne? Just over two remain. Okay, steh auf, Kumpel, steh auf. Wir sind so viel besser im Ground Game, als es Muttern war. Aber noch steht Mendes. Damn, er steht immer noch. Kann man nichts machen. Oh! Okay, das müsste es gewesen sein, oder? Nein? Okay. Damn it! Oh! Jetzt friss, Mendes! Das gibt's doch nicht! Warum geht der nicht kaputt? Holy shit, man! Na, kurz mal angezeigt, was ist los? Der Chat hält übelst viel aus, man. Not bad! Das muss man ihm lassen, der fällt nicht. Das muss man ihm lassen, du. Oh shit, wir sind ja üben, sind ja ebenfalls übelst blutig. Was ist das für ein Kampf? Here's a powerful knee that lands and causes the knockdown. Holy shit, was ist das für ein Blutbad? Let's look at that from a different angle. And let's see if we can get a better look at it from a different angle. Oi da. The beautiful Ariani. Damn. Five minutes remaining. Und los. Alter Verwalter, jetzt muss ich echt aber ein bisschen aufpassen. Der Kampf scheint in der letzten Runde mal sehr interessant zu werden. Mein lieber Scholli. Muss auf die Wunde gehen. Shit. Okay, schaut euch mal hier das ganze Blut am Boden an. So einen blutigen Kampf hatten wir noch nicht bisher, glaube ich. Wow. Das gibt's doch nicht. Fällt der auch mal jetzt, oder was? Meine Fresse. Ich darf nämlich jetzt nicht vergessen... Ich hab selber nur noch sau wenig Energie. Jetzt Riss die Elbow, die Knees, jawohl. Noch ein Knee-Strike. Aufs kaputte Auge! Er ist tot. Und immer wieder aufs... Oh mein Gott. Wow. Huge knee for the victory. Time now for our fight replay. Let's take one more look at this huge knee. Alter, da ist er einfach nur tot umgefallen. Schaut mal. Wumms, weg. Der hat auch nichts mehr gesehen. Das eine Auge ist schon zu gewesen. Das rechte Auge war zu. Gefühlt? Ja, doch, es war zu. Und dann dieser Hammerfist auf das kaputte Auge, wo das Blut nur so rübergequillt ist. Alter, leck mich am Arsch. Here is Bruce Buffer with the official decision. Wow. Alter, ist das ein kaputtes Auge. Ekelhaft. Wow. Wow. Und damit hat Robinho Flynn, die Black Mamba, etwas geschafft, was noch keinem bisher gelungen ist. Nicht nur Mendes natürlich ausgenockt, sondern auch noch tatsächlich die Super Challenge geschafft.
Wir hatten zwar schon mal eine geschaffte Super Challenge, aber die. Die wollten wir schaffen, Mann. Boah, war das sick, ey. Holy fucking shit. That was fucking sick. Wow. Das kann man mal anbieten. So, und jetzt haben wir natürlich noch ein paar nette Techniken, die wir beibringen wollen. Nämlich zum Beispiel. So, Power Double Leg. Jawohl, zum Beispiel das. Wir lernen ihm jetzt nämlich genau das, was wir mit dem anderen nie gelernt haben. So, ne, aus der Position brauchen wir nicht. Power Single Leg brauchen wir, denke ich mal, auch nicht, oder? Oder beziehungsweise wenn, dann aus der Full Mount Position eher. Mein Gott, wie viele Würfe gibt es denn da? Single Leg Suplex. Ah, das ist der. Hoher Suplex. Ja, den würde ich sehr gerne mal einsetzen, wenn es geht. Ach, tiefen Suplex. Ah ja, gut, der ist nicht so spannend. Dann gibt es die ganzen noch am Käfig, ne? Inside Trip. Das ist ja cool. Den finde ich glatt ein bisschen witzig. Den möchte ich ihm auf jeden Fall auch beibringen. Alles, was irgendwie interessant aussieht, werden wir jetzt ihm mal beibringen noch. Ob wir das jemals benutzen werden, ist eine andere Geschichte. Aber das ist egal. Ein hoher Bodylock auf jeden. Aber bisher haben wir nur den tiefen. Gut, der ist jetzt hoher Over-Under-Wurf. Na gut, da haben wir ja eh schon den Judewurf. Ja, das ist jetzt so fast dasselbe. Mal gucken, was man halt hier alles noch so lernen kann. Damit haben wir uns mit bisher keinem Charakter beschäftigt. Gut, da ist einfach nur die Richtung interessant. Ich glaube, das reicht. Doch, das ist noch geil. Das sieht noch ein bisschen aus wie Belly to Belly. Das ist gut. Belly to Belly bringen wir mir auch noch bei. So, aus dem Clinch heraus. So, direkt in den Thai-Clinch quasi gehen. Das ist eigentlich sehr gefährlich für meine Gegner. Das werden wir nochmal beibringen. Double Under Clinch. Gut, das ist einfach direkt in den Clinch gehen. Da brauche ich ehrlich gesagt nicht. Okay, das passt. So, die anderen Punkte würde ich gerne noch in die Vorzüge stecken. Das wäre auf einmal auf jeden Fall die Kicks verbessern. Ja, und die Kopfkicks halt, ne? Und ich glaube, damit haben wir unseren Charakter schon wieder richtig sick verbessert. Auf jeden Fall. Da können die nächsten Gegner quasi kommen.